Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir haben im letzten Part von diesem Barracuda Joe einen Schlüssel erhalten. Und die Tür, die durch diesen Schlüssel geöffnet wird, müsste sich irgendwo hier befinden. Bestimmt hier, oder? Na? Ja, bestimmt die hier, oder? In der Tat! Perfekt. Ich habe mich erinnert. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, wo mich diese Höhle hier hinführt. Geh weg, du Kackvieh. Da könnte ich oben lang gehen. Moment. Verarschen lasse ich mich nicht. Hier oben? Nee, da ist nichts. Schade. Hier drüben auch nicht. Sieht mir das wie hier? Warum ist hier nichts? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Hier komme ich auch nicht durch. Ich meine, es muss jetzt hier irgendwo weitergehen, theoretisch. Ich habe ansonsten gerade keine Anhaltspunkte, wo es ansonsten weitergehen würde. Versteht ihr? Autsch. Ja, bisher geht es ja weiter. Was finde ich hier? Moment. Aha. Aha. Wieder alles abtesten und versuchen. Abtesten, ja. Dauert super Wort. Habt ihr gesehen, die Viecher, das sind jetzt gerade aus dem Nichts gespawnt. Out of nowhere! Und Moment. Ich muss was testen. Hier, das Teil hier. Das sollte um mich herum rotieren, theoretisch. Oder? Ja, seht euch das an. So kann ich Steine über mir kaputt machen. Fantastisch. Wisst ihr, was das heißt? Ich kann noch ein anderes Geheimnis holen, das sich irgendwo verbirgt, wo ich nach oben angreifen musste. Das andere Ding ist ultra lange da. Fuck. Okay, verstehe. Ich bekomme irgend... Geht das nicht weg, diese Dinger hier? Okay, ich kann sie ausschalten, diese Spike-Kugel. Die ist für immer da, bis meine Magie weg ist. Und das ist geil. Oh, großer Gott, ich lerne wieder was. Oh, wie geil. Wer besucht meine magische Fontäne? Oh, was kriege ich jetzt? Ich spüre einen Rest Energie tief in dir. Kanalisiere sie und... erlerne die magische Technik halt. Der Elefantentanz! Jawohl! Wie geil! Ich drücke den Tanzknopf. Second Belly Dance Move. Okay. Verstanden. Oh, wie geil! Moment, das testen wir kurz. Oh, wie geil sieht das an! Ein riesiger Elefant. Oh, wie geil. Okay, auch der Elefant kann nicht durch Türen durchgehen. Und... Oh, liegt das an, der Elefant, der ist super. Geh noch weiter, nö. Okay, aber nur diese grauen Steine scheinbar. Moment. Aha! Ja, bei der zweiten Tanzpose. Fantastisch. Aber das sieht verdächtig aus hier. Nee, da komme ich nicht durch. Okay. Okay, dann haben wir unseren zweiten Tanz gelernt. Jetzt überlege ich gerade, wo komme ich jetzt weiter? Oh, ich habe eine Idee, Leute. Erinnert ihr euch an diese Steintypen mit dem Schild, die sagten, nö, bitte schlag mich nicht? Ich wette, ich kann die so platt machen. Oh, da bin ich ziemlich sicher. Davon haben wir aber zwei gesehen. Glaube ich. Der eine war irgendwo westlich im Wald. Und der andere stand da irgendwo östlich in Scuttletown rum. Ah, wer seid ihr denn? Hey, Brainiac. Wo geht's denn hin? Ja, wohin? Wer seid ihr Typen? Kein Grund für Alarm. Shanti, richtig? Das Chick mit dem Gehirn. Aus Scuttletown?
Ja, sie ist die kleine Schwester mit dem großen Mundwerk. Seid ihr Typen die Brüder von Rotty Tops? Ja, das stimmt. Ebner Kadaver, der Ältere. Und das hier ist Poe. Wir sind hier, um dir einen Vorschlag zu machen. Was für einen? Einen wie? Wir wissen, dass dein nächstes Ziel der Hypnobaron ist. Seine Meeresfestung ist undurchdringlich. Es gibt keinen Weg, da einzubrechen, ohne unsere Hilfe. Es ist ein Labyrinth, tief in den Meeresklippen. Es ist voll mit Tricks und Fallen. Sehr, sehr gefährlich. Unser Angebot ist folgendes. Wir bringen dich hinein. Dafür musst du uns Kaffee kochen. Seid ihr sicher? Todsicher. Dumtsch. Weißt du etwas über wilde, gehirnfressende Zombies? Ein starker Becher von Joe ist das Einzige, das uns von denen unterscheidet. Also tu es. Du willst nicht dabei sein, wenn die Augen der Schwester zurückrollen und sie auf dich losgeht. Du wirst eine Kaffeemaschine brauchen. Und ein paar frische Bohnen. Oh, und ich mag meinen mit ein bisschen faulem Ei drin. Bringe ihn zum alten Bootshaus und wir werden dich belohnen. Mit einem Weg in das Labyrinth. Hast du alles? Ich hab dir zugehört, aber... Ich soll wirklich losgehen, um Kaffee zu machen? Du musst es nicht tun. Aber viel Glück, wenn du in die Höhlen des Hypnobaronen gelangen möchtest. Ernsthaft? Ich soll jetzt eine Kaffeemaschine suchen gehen? Und Kaffeebohnen und ein faules Ei? Was? Ja, ein faules Ei, das hatte ich mal dabei, ne? Das Ei von Sky. Und wo ist das Bootshaus? Mal unter uns. Okay, ja, aber... Lass mir die Typen mal in Ruhe. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wo ich hin kann. Ne? Hier im Wald. Weiter. Oder aber... Ja, da nach hinten möchte ich. Oder aber ins Gatteltown, wie gesagt, Richtung Osten. Ich denke, ich versuche es mal hier im Wald. Ist das bereits hier oder noch ein bisschen weiter? Ich denke, das hier. Vielleicht stimmt... Oh, noch eins. Vielleicht kann ich dir auch gar nicht mit dem Elefanten platt machen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, aber... Es war so eine spontane Eingebung. Hey Typ, leck mich. Ach so, ja, ein Geld einsammeln muss ich auch noch. Ich erinnere mich. Wie komme ich jetzt da hoch? Von da. Ja, langsam finde ich mich hier ein bisschen zurecht, aber nur langsam. So. Ansonsten werde ich halt ein bisschen Geld farmen, ich meine. Ich möchte nicht, dass die Spitzen von Chantés Haare kaputt sind. So wie meine. Was, noch ein... Oh, noch eins weiter. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich überall den Elefanten benötige. Das ist jetzt ein klitzekleines Problem. Wo komme ich... Was zur Hölle? Das sah komisch aus. Chante ist ins Bild gelaufen, obwohl ich nach links gedrückt habe. Wie komme ich jetzt... noch eine Ebene zurück? Habe ich irgendwas übersehen? Stimmt hier oben, oder? Ah, hier oben. Okay, Typ. Moment, den machen wir platt und dann testen wir es. So, Typ. Verpiss dich! Ah, es hat geklappt, wie geil! Ah, ich kenne doch meine Chanté-Spiele. Machen wir uns da mal nichts vor, ich kenne doch meine... Und genau solche Steine kann ich jetzt... Ja, übertreib's doch mal hier! Moment. Kann ich jetzt die Steine auch kaputt machen? Oh, wie geil! Okay, dann muss ich jetzt wieder überall diese Steine suchen gehen. Was ist das da für ein Stein? Weiß ich nicht. Shit. Nee, der Sprung, der klappt nicht. Okay, da komme ich nicht weiter. Da muss ich irgendwie fliegen können oder so. Leck mich. Treffe ich dich so? Nee.
Okay, lassen wir das. Wir wechseln wieder die Waffe und nehmen das hier. So, weg bist du. Und stirb! So, geht doch. Dann wollen wir uns hier natürlich wieder über... Oh, fuck. Okay, das war gut. Okay, nirgendwo war eine Kiste zu sehen. Aber da ist eine. Cool. Ergeben. Was? Eine kaputte Kaffeemaschine. Es wirkt einfach so random. Oh, es wirkt einfach so random hier. Einfach eine kaputte Kaffeemaschine. Ja, warum nicht? Okay, aber ich sollte möglichst viele Gegner besiegen. Geben alle gut Geld. Ja, nicht unbedingt gut, aber... Fuck, jetzt habe ich überall noch solche Steine, die ich mit dem Elefanten kaputt machen kann. Die werde ich dann vermutlich in einem extra Part alle suchen gehen. Indem ich dann aber den Part schneide, ja. Ich kann euch ja per Karte immer zeigen, wo ich gerade bin, ne? Sonst dauert das zu lange, wenn ich mit euch zusammen nochmal die ganze Karte abklapper. Aber ich möchte möglichst alles mitnehmen. Steht sich hoffentlich von selber. So, bin ich jetzt hier im Vordergrund? Ich hoffe doch. Kann ich den Wald wieder verlassen? Nee, bin ich... Nee, ich gehe jetzt noch nicht alle Steine suchen. Nee. So, und hier weiter. Okay, jetzt habe ich aber... Sollte ich vielleicht mal zu Rotty Tops gehen? Nee, ich glaube nicht. Und sonst werde ich das irgendwann mal tun. Speichern muss ich im Moment nicht, ist in Ordnung. Zack. Und wieder die wunderschöne Musik. Ja, gut, ein Herz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Magie wäre schick. Fuck. Autsch. Ich gebe mir noch ein bisschen Geld. Ich könnte... aber wenn ich Geld brauche, könnte ich theoretisch nochmal diesen... diesen Dungeon machen hier vom Barracuda Joe. Ja, der Battle Tower. Ich glaube, das gab da relativ gut Geld. Ich muss ja nur 20 für den Eintritt zahlen. Es geht eigentlich. Aber... Ah, fuck. Warten wir es mal ab. Ich wollte jetzt gerade Magie einsetzen, aber ich habe zu wenig davon. Naja. Müsste bald wieder in Scuttle Town sein, theoretisch. Bootshaus soll ich finden. Ist doch bestimmt die hier in Scuttle Town, oder? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Okay, ich habe nur 150 knapp. Rubine, meine ich. So, der Typ war irgendwo da vorne. Was war hier nochmal? Hier war Sky. Hier war der Typ. Jetzt ist der aber auch da. Felsen, Golems, sogar feuerspeiende Statuen. Sie sind alle... aus Stein. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu zerbrechen. Was du nicht sagst. Das habe ich auch ohne dich herausgefunden, weißt du. Der Typ war irgendwo hier hinten. Da ist er doch. Und sag gute Nacht. So. Wir töten den einfach. Oh, Mediumfrau in der Clift. Was machst du da? Was macht die? Die wird zum Fisch. Wie geil. Aber die macht mir eigentlich gar nichts. Die nervt bloß. Oder? Oh Gott, die kann angreifen. Doch. Okay, aber irgendwie greifen sie nicht immer an. Oder nicht alle. Wie erkenne ich, wann sie... angreifen, wann nicht? Ja, ja. Wollt ihr mich alle verarschen? Okay, sie schießt auch nicht über mich drüber, wenn ich mich ducke. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay, ich will unbedingt dieses Ding... Ey, willst du mich verarschen? Ich will unbedingt dieses Ding, damit Chantés Haare irgendwie keinen Spliss mehr haben. Unbedingt. Ich glaube, dann kann ich schneller angreifen. Oder was stand da nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Gott! Okay, ich bin gleich tot. Das ist nicht so optimal. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert?
Gott, der Typ da hinten. Der ballert ja immer noch. Gott, der kommt mir hinterher. Wie wär's vielleicht mal mit dem Herz? Herz? Auch nicht. Kein Herz. Schnell weg. Kann ich irgendwo speichern? Oh, ich kann speichern, danke. Hey Typ, speicher bitte meine Reise. Und da möchte ich gerne mal auf die Karte blicken. Ah, ich könnte mich ja heilen, habe ich ganz vergessen. Machen wir doch mal kurz. So. Ah. Kein Thema. Dann rüsten wir wieder das hier aus und gehen die Karte kurz ansehen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg zu diesem Baron-Typen da. Scheinbar. Da ist der dritte Totenkopf. Und ganz rechts ist vermutlich das... das Fischerhaus, ne? Könnte ich mir gerade vorstellen. Okay Leute, wir speichern nochmal und dann werde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Shanti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!